Schalter an und Manege frei heißt es jetzt hier für Peach im 5. Level der ersten Welt und damit willkommen zurück zu der neuen Folge von Super Mario 3D World, wo Peach jetzt mal zeigen kann, was sie so drauf hat, denn sie muss hier alle Schalter anschalten, was jetzt noch leicht ist, aber es hier noch schwerer wird. Oh, die Gegner werden sogar auch nicht. Ich habe sogar zwei versteckte Blöcke übersehen. Das ist gut, dass man das mit Stampfattacken auch aufdecken kann. Hier benutze ich das Gameplay jetzt nicht mehr so oft wie in Top Treasure Tracker. Daher ist das schon gut. Hier haben wir Bienen, die mich hoffentlich nicht treffen. Das ist auch schon die Fähigkeit von Peeps. Kann so ein bisschen in der Luft schweben, gleiten, was auch immer. Was sie sehr, sehr oft hilft. Besonders wenn du so Level spielst, wo es jede Menge Abgründe gibt. Aber ansonsten, hier ist das jetzt nicht wirklich notwendig. Das geht auch ohne dieser Fähigkeit relativ einfach. Weil die kann man auch ganz einfach besiegen. Was haben wir hier? Den ersten Grünstern. Einer von drei. Dann geht's hier in die Box rein. Und da kommt schon der Checkpoint. Also das Level scheint. Wir sind in der ersten Welt. Alle Level sind noch nicht so schwer. Aber hier muss man jetzt halt schauen, man hier am besten alle Schalter aktiviert, ohne einen zweimal zu aktivieren, weil dann wird er wieder deaktiviert. Ich nehme jetzt hier die zwei mit. Perfekt, auf Anhieb. Muss man natürlich so ein bisschen denken, wie man jetzt am besten springt, läuft, was auch immer, dass man alle Schalter aktiviert und nur einmal aktiviert vor allem. Was haben wir hier? Hier haben wir einen roten Münzen, einen roten Ring. Der rote Münzen in der Schaft. 1, 2, 3, 4, 5, es gibt eh nur Leben. Nein, 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 ich will keine Feuerblume. Feuerblume mag ich nicht. Wir probieren jetzt die Fragezeichenbox aus. Hier, ja, das war relativ einfach. Ich glaube, hier hätte ich eine Feuerblume gekriegt, nehme ich mal an. Um dann hier die Boxen zu zerstören, aber mit einer Katze geht es noch besser. Würde ich behaupten. Jetzt haben wir hier schon Kamex. Bitte den grünen Stern. Danke. Okay, das war jetzt semi-mäßig intelligent, weil ich hier drüber springen. Aber das ist machbar. Und Kamek trifft mich nicht mal. Daher diese vier noch und dann können wir weitergehen. Das war der dritte Grünstern. Es fehlt nur noch der Stempel. Ich hoffe, der kommt auch noch. Okay, da hätte ich warten können. Ja, da oben ist der Stempel. Ich sehe ihn. Nein! Achso, deshalb ist Arbeit von der Katze. Nicht im Ziel, ohne die goldene Fahnenstange mitzunehmen. Ich dachte nämlich gleich, ich habe verkackt, aber nein, ich habe eine Katze. Und schön auf die goldene Fahnenstange. Weil ohne Katze. Na, mit dem Warnsprung wäre es, glaube ich, sogar möglich gewesen, den Stempel noch zu holen. Aber mit einer Katze geht das natürlich wesentlich besser. Wieder eine Katzenglocke als Stempel. Das ist schon der fünfte von, keine Ahnung wie viel, genug auf jeden Fall. Und jetzt sehen wir im nächsten, also ich weiß nicht, ob das wirklich Level ist. Im nächsten Level sehen wir Captain Toad wieder. Und zwar Captain Toad will hoch hinaus. Here we go again. Und schon trifft man sich erneut mit Captain Toad. Ich glaube eher, dass Captain Toad aus diesem Spiel stammt und nicht Toad Treasure Tracker. Ja. Wir kennen die Geschichte, er kann nicht springen, ja. Und will hier alle Grünsterne einsammeln. Da unten haben wir schon den ersten, ich würde sagen, den nehmen wir gleich mal mit. Ja, ich weiß, wie man die Kamera bewegt, ich habe das andere Spiel auch gezockt. Wegerklärung, danke. Dann holen wir uns hier den zweiten Grünstern. Schnell, 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 perfekt. Jetzt kurz denken, okay, dann gehen wir darüber. Ja, da hinten ist der letzte Grünstern, perfekt. Dann jetzt hier lang, da ist eine Sackgasse. Ah, okay, da kommen wir dann dorthin, aber wir müssen zuerst den Grünstern hier unten noch mitnehmen. Zack, Grünstern Nummer 3. Und jetzt können wir hier durch. Das ist ja nur dafür da, dass wir hier nicht getroffen werden und dann hier hochkommen. Und hier den Grünstern nehmen. Und jetzt zum letzten Grünstern laufen. Und damit haben wir es abgeschlossen.
Level sind irgendwie in Captain Toad sind die Level irgendwie wesentlich schwerer, weil du da diese Bonusaufgabe auch noch hast, die es hier zum Glück nicht gibt. Die Bonusaufgaben waren immer das Nervigste an dem Game. Tschüss. Und weg ist der wieder. Oder rennt hier im Kreis. Krieg ich auch irgendwie die Flagge oder so? Ja, ich krieg sogar eine Flagge. Wenn du alleine spielst, kannst du auch in anderen Level die Kameraperspektive verändern. Ja, das weiß ich. Ich sollte mal beginnen, die Erklärungen zu lesen. 10 Grünsteine brauchen wir, 21 haben wir. Damit gehen wir ins erste Schloss. Und zwar Bowser gibt Gas. Und das erledigt Toad. Gerade Captain Toad gehabt, jetzt kommt Toad. Keine Ahnung. Leuchtende Augen. Ah, und wir lernen auch eine Leidenschaft von Bowser kennen. Der spielt nämlich wahnsinnig gerne Fußball. So wie es sich für einen Superschurken gehört, spielt er das mit Bomben. Aber dass er immerhin so ein bisschen das Fußballfeeling hat, hat er da so eine Fußballlackierung draufgepackt. Damit er immer noch so das Feeling hat, er spielt Fußball, auch wenn es eigentlich Bomben sind. Oh, okay, haben wir sogar eine Zeit oben. Weiß ich gar nicht, was hier was ist. Okay. Anscheinend hat er seine Festung über so ein Wasser gebaut oder so. Das war das Kant, aber egal. Nein, das war nicht gut. Okay, wir müssen hier ein Tor schießen. Volltreffer. Toad ist ja ein super Stürmer. Ich muss jetzt leider die Katze hier, sonst komme ich da nämlich nicht hoch. Toad ist ja ein Traumstürmer. Jeder Verein will den sofort haben wollen. Jetzt hier hoch. Was gibt's hier? Außer nix. Geld. Okay. Hier rüber. Und dann nehmen wir den Grünstern mit. Und hoffen, dass ich hier nicht drauf gehe. Wäre ich fast. Ein paar Blöcke zerstören. Auf unten drauf bringen ist intelligenter und wir kriegen neue Katze, falls wir die auch noch verlieren. Voll knapp. Komm, Toad. Zeig uns deine Stürmer-Skills. Oder man macht das so. So geht's natürlich auch. Aber ich glaube, es war anders geplant. Okay, komm, bitte noch Fußball. Ja, nicht mal getroffen habe ich den Fußball. Close. Er kann sogar hochschießen. Okay, wir haben schon alles. Was? War's das schon? Was kommt denn jetzt noch? Ist das schon ein Fight? Okay, Zug. Nein! Wo hat sie die Karte gegönnt? Ich muss schon sagen, die sieht gut aus. Sieht echt gut aus, diese Karte. Okay, was passiert jetzt? Ah, ich verstehe, ich soll abschießen. Also Toad, zeig uns deine Skills. Muss dir vorstellen, dieser Wagen ist das Tor. Da musst du jetzt reinschießen. Egal aus welchem Winkel, du musst es treffen. Toad ist ein guter Stürmer. Er ist auch so, er ist klein, er ist ultra schnell. Klein und flink. Und hat einen guten Sprint. Ja, zu alles, was ein Stürmer braucht. Das war's? Irgendwie war der ein bisschen schwach. Okay. Da hätte ich echt mehr erwartet. Aber naja, ist ja auch erst erste Welt. Das wird sicher noch sehr viel schwerer werden. Aber aktuell bleibt's bei dem. Wir kriegen noch ein bisschen Kohle und ab zu der Zielflagge. Wetten ist sie schon und die Elfin. Was haben wir das für ein Viech ist, kriegen wir auch. So ein Gläschen ist hier drin. Okay, wir erklimmen noch den Berg. Na, Berg ist es nicht wirklich. Gibt das Podest daneben und ab auf die goldene Fahnenstange. Ich würde schon wieder die Flagge dann auch mal gold wird. Ja, und sie kommt ja nicht selbst raus, aber nur wenn die Flagge oben ist, zerbricht das Glas. Ja, macht Sinn. Okay. Das war, glaube ich, schon die gesamte erste Welt. Und noch ein Stempel, Bowser. Zurück auf die Karte. Geht die Karte jetzt eigentlich auch kaputt? Schade. Da ist die Ich habe immer noch keine Ahnung, was das für ein Viech ist. Elf. Wenn die den Hammer hat, wieso befreit sie sich nicht selbst? Ich meine, du hast einen verdammten Hammer. Das kann doch nicht so schwer sein, aus dem Glas rauszukommen.
Aber ich meine anscheinend schon. Man kann auch mit einem Hammer Glasröhren herstellen. Ja. Gut. Ich will jetzt aber noch das Geld mitnehmen. Diese eine Münze gönne ich mir noch. Und dann geht's in Welt 2. Da haben wir ja schon kurz im ersten Part reingeschnuppert, weil wir diese, nicht die Goldröhre, sondern Bronzeröhre gefunden haben. Picondors Würstenruine. Und dieses Level gab's auch in Todd Treasure Tracker, also als Preview in der Art. Und Mario erledigt dieses Level. Diese Viecher gab es ja Todd Treasure Tracker auch schon. Oh, ich bin fast runtergefallen. Kommst du da hoch? Ja, und da haben wir auch schon den ersten Grünstern. Es ist so angenehm, endlich wieder springen zu können. Was habe ich an Todd so gehasst? Und die Bonusaufgaben, die habe ich auch gehasst. Die Edelsteine gingen man meistens nicht so, aber es waren die Bonusaufgaben, die mich genervt haben. Zack. Platt. Kann ich da auch irgendwo hochklettern? Da oben ist eine Goldröhre. Ich glaube, ich auf jeden Fall hoch. Ich glaube, das macht man hier, weil hier ist schon noch so ein Podest zum Absetzen. Und jetzt ab in die Goldröhre. Oh, das sieht schon echt cool aus. Okay, da unten ist Abgrund. Ich verstehe. Ich hätte da erst noch so einen Wandsprung machen sollen. Geh hoch da. Ich wollte einen Wandsprung machen, aber irgendwie hat das nicht so gut funktioniert. Wieso hole ich mir eine Goldröhre rein? Ich habe eh das Geld. Okay, wir haben die Goldröhre jetzt gesehen. Jetzt kann ich sie auslassen. Mir die Katzenglocke und hier. Nein, den Stern brauche ich noch. Ich jetzt fast liegen lassen. Stern. Daneben. Da muss ich die Stampfattacke machen. Die unsichtbaren Münzen nehmen. Ah, Moment, ich muss jetzt ja schließlich das Leben füllen, das Verlorene. Aber die Goldröhre werde ich nicht nochmal benutzen. Weil die habe ich jetzt ohnehin schon gesehen. Schon sind wir wieder auf dem maximalen Leben. Hier kriegen wir wahrscheinlich, hätten wir wahrscheinlich eh noch ein Leben gekriegt, wie das aussieht. Nee, eine Katzenglocke. Nichts kannst du mit meinen Katzenkrallen aufnehmen. Okay, da oben haben wir wieder so eine Elf. Können wir direkt mal schauen, wo, wie weit wir noch müssen. Okay, da oben sehe ich schon den Stempel. Und da hinten muss dann irgendwo das Ziel sein. Okay. Vielen Dank, das hat überhaupt nichts gebracht. Aber dann. Oh, 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 alles gut, alles gut. Stern. Das ist ein Pilz. Habt ihr gesehen, wie knapp der mich nur verfehlt hat? Ist noch gewähnt, ja. Gewohnt, dass es so Bonusaufgaben gibt und will alle Gegner besiegen. Ja gut, das kann ich den nicht mehr besiegen. Hier gab es auch was, wenn man alles, wenn man alle Blöcke zerstört hat, damals ein Toad. Und hier gibt es einen Grünstern dafür. Und da hinten konnte man, glaube ich, den Wasserfall so hochhüpfen. Ja, konnte man. Da gibt es einen 100er Zeit. Siehst du was? Mal wieder die Katze. Ich schau mal, ob man da hochkommt. Ne, komm ich nicht. Zumindest ist es nicht geplant, dass man da hochkommt. Von daher nehmen wir noch Kaktus mit. Eine Biene. Zweite Biene sagt. Ich hab schon wieder ist die Katze weg. Und mir fehlt noch ein Stern. Oh nein. Ich muss das Ding besiegen, aber ich kann es jetzt nicht mehr besiegen, weil ich keine Katze mehr habe. Nein. Vielleicht mit Stampfattacke. Ist das Ding vielleicht mit der Stampfattacke besiegen? Ne, kann ich nicht. Ja. Jetzt habe ich ein Problem, weil ich kriege jetzt den Grünstern nicht. Es sei denn, ich renne nochmal zurück und schaue. Ich stempel aber erstmal mit. Vielleicht ist nur noch das Ziel. Ich brauche eine Katze. Ich renne mal zurück und schaue, ob ich vielleicht irgendwo noch eine Katze auftreiben kann. Close, close, close! Wieder hoch! Nein, wieder hoch. Oh, ich lebe, ich lebe, ich lebe. Ich weiß nicht, wie ich lebe. Okay. Komm schon, ist hier vielleicht irgendwo noch eine Katze? Ich glaube nicht, dass es geplant ist, dass man hier langläuft, weil es ist ultra schwer. Katze, 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 Katze.
Ich brauche eine verdammte Katze. Wieso nehme ich immer alles auf Anhieb mit? Wie oft wurde ich getroffen im Level? Viel zu oft. Ah, okay, hier gibt es keine Katze mehr. Hier gibt es keine Katze mehr. Dann machen wir es von vorne. Dann machen wir so. Nein, ich fürchte nur, ich habe wieder keine Katze. Okay, es geht mit der Stampfattacke auch. Habe ich gelernt, aber da ich jetzt nicht so durchgelaufen bin, habe ich den zweiten Stern verpasst. Okay, ich habe gelernt, es gibt eine Stampfattacke auch. Stern habe ich, Stempel habe ich. Dann geht's ab ins Ziel. Ohne zu sterben, wenn dies möglich ist. Ich muss aber schauen, dass ich auf jeden Fall die goldene Fahnenstange kriege. Ich muss dafür sorgen, dass ich auf jeden Fall die goldene Fahnenstange nachhole. Perfekt, goldene Fahnenstange. Haben wir damit auch. Damit können wir dann ins nächste Level gehen. Ja, Punktezahl fange ich immer noch nichts an. Gewiss ist jetzt hier das nächste. 2-3, da oben ist 2-2. 15 Sterne müssen wir das kaufen. Ist gegönnt. Sieh auf den Pussygipfel. Und ich glaube, das sind Tippsteine, heißt wieder Gamepad Action. Und das macht man am besten mit Mario. Luigi, fast. Nervig, wieder mit dem Gamepad spielen müssen. Ich mach das Gamepad nicht, habe ich schon erwähnt. Geht wahrscheinlich an den Dutzenden Timeouts von Treasure Tracker. Was hier hoffentlich nicht passieren wird. Okay, da oben mit so einem unsichtbaren Münzenbeutel. Dachte ja wohl. Zack. Gib mir das Geld. Hier unten was? Schade. Wäre cool gewesen. Puh, ich dachte, ich sterbe da unten. Nope, aber hier gibt es den Stempel. Den Stempel vor dem ersten Stern, ungewöhnlich, aber okay. Nicht doppelt besiegen. Nervig. 1, 2, 3. Okay, dann baue ich mir jetzt hier so eine kleine Treppe. Schon gewohnt mit Gamepad spielen zu müssen. Es liegt vor allem Treasure Tracker, weil du auch sehr oft diese Tippsteine hattest. Hoch und weg. Schön immer an Blumen zerplatzen lassen. Oh, ich kann die Gumbas wegwehen, wie geil ist das? Okay, da drüben ist eine Wolke, da nehme ich mal an, ist der zweite Höhlenstern versteckt. Fahr zurück. Okay, und jetzt fahr auch zurück und ab in die Wolke. In die Luft. Oh, schön Hintergrund. Wieder den Stern. Und los geht der Run. Zack, zack, einfach los. Ach, nur geradeaus rennen. Muss nicht so nach links und rechts legen. Das ist auch cool. Und da ist der Stern. Zurück nach unten. Spektakuläre Landung und weiter geht's mit Piranha-Pflanzen. Triff, danke. Ich bin Feuerblume, ich bin kein Feuerblumenfan. Wenn ich die Katze haben kann, nehme ich die Katze. Das habe ich gesehen. Da haben sie versucht, Grinsche zu verstecken, aber das habe ich gesehen. Zack. Hoch. 1, 2, 3.
natürlich auf die Spitze der Flagge drauf. Dann wieder alles perfekt mitgenommen. Das Level war gar nicht so schwer. Ich glaube, das kommt noch. Aktuell sind mir die Level sogar noch ein bisschen zu leicht, aber das kommt sicher noch. Das wird sicher noch kommen, so wie ich das Spiel kenne. Wir haben einen Goomba-Stempel. Und weiter geht's dann in ein Schattenlevel. Das gab's auch schon in Todd Treasure Tracker. Oh, eine Röhre. Machen wir die Röhre zuerst. Was kommt dann da? Oh, okay. Ja, ja, ja. Dann gehen wir hier in die Röhre. Okay, das gibt nur ein Tothaus. Tothaus brauche ich nicht. Wir gehen wieder. Und weiter geht's in das Schattenlevel, was man wie gesagt schon als Todd Treasure Tracker kennt. Und hier beginnen wir mit Toad. Mein Captain hat das Level ja schon in Action gesehen, jetzt kann er auch zeigen, was er drauf hat. Da haben wir den ersten Grünstern. Oh, die Pflanze kann den aufessen. Wir kriegen ihn trotzdem, das ist nett. Katzenglocke nehme ich mit, weil ich habe kein Backup. Jetzt schon. Nom nom nom, die Pflanze hat richtig Hunger. Nom nom, ich finde das so geil, die kann einfach alles essen. Nom. Sie kann sogar den Feuerball essen. Alter. Okay. Checkpoint ist sie auch. Der schmeckt ihr auch. Okay, jetzt muss ich sie leider da stehen lassen. Jetzt sind wir nur im Schatten. Okay, habe ich anscheinend alle betätigt. Gut, dass deine Katzenglocke ist. Ich würde sagen, da ist eine Katzenglocke, aber die brauche ich nicht. Okay, die springt weiter, als ich dachte, dass sie springen kann. Geht's da, wie geht's da unten rein? Hier. Stampfattacke machen oder wie geht's da rein? Ja, wie geht's? Ernst gemeinte Frage, wie komme ich da rein? Katze? Ah, mit der Katze. Genau, deshalb sollte man immer eine Katze im Inventar haben. Falls man sie braucht. Okay, kriege ich wieder so eine... Ja, da ist sie. Ich fange wieder so eine Piranha-Pflanze kriegen. Nom nom nom. Yes. So, alles aufgegessen, ab in die Quizbox. Cool, das ist richtig cool gemacht, so mit dem Schatten. Das ist echt cool gemacht, gib mir die Pflanze. Wir gehen weiter, meine Liebe. Was hast du mir gefallen? Aber egal. Hier hinten, was haben wir hier? Ein Bowser! Viel Spaß. Aber nein, das kann ich dir gar nicht zerstören, oder? Ah, okay, ich kann ihn umwerfen. Ich hatte gar keine Katze. Captain Toad trifft Toad und er hat einen Grünstern für uns dabei. Vielen Dank, Captain Toad, du bist der Beste, jeder mag dich. Und aus dem Schatten heraus, was ist hier? Ich komme wahrscheinlich oben raus, nichts, Mann. Okay, mit Anlauf. Juhu! Goldene Fahnenstange noch erwischt, sonst hätte ich das Level nämlich gleich nochmal spielen dürfen. Da bin ich froh, dass ich das geschafft habe. Weil jetzt muss ich es nicht nochmal spielen. Also das ist sehr gut, das spart Zeit. Und es gibt ein Feuerwerk, weil Todd es geschafft hat. Und wir kriegen eine Piranha-Pflanze im Topf als Stempel. Oh, wir haben dort ein Feenhaus. Da schaue ich dir auch gleich mal rein. Was kann das? Und ein Casino gibt es auch noch. Das nehmen wir auch noch mit. Ich würde ganz erst ins Feenhaus gehen. Was gibt es denn hier zu sehen? Oh, es gibt einen Stempel. Das ist alles? Oh, cool. Ein Feenstempel, wie schön. So, verlasse ich dich hier mal wieder. Ciao. Schönes Haus hast du übrigens. Und wir gehen ab ins Casino. Aktuell fehlen mir glaube ich ein paar Münzen für die Max Leben. Ich habe nämlich aktuell ein Leben zu wenig. Und mir fehlen gut 73 Münzen. Das sollte ich mir im Casino auf jeden Fall hinkriegen. Ein Bumerang, noch ein Bumerang, noch ein Bumerang und noch ein Bumerang. Hauptgewinn 7700.
Nein, 777 Münzen, keine 7000. Todd sollte öfter spielen gehen im Casino. Scrubs tut ihm gut. Hat gerade fett abgesahnt. Speichervorgang. Ich bin nach jedem Level gespeichert. Und weiter geht's. Über die Kullerhügel. Ich finde auch diese kleinen Bilder, die du in der Welt hast, mir richtig cool gemacht. Luigi macht sich über die Kullerhügel auf. Hier gibt's nichts, schade. Was ist hier? Münzen. Kein Power-Up am Anfang, ernsthaft. Lame. Da komme ich leider nicht drauf. Ist Geld drin. Okay, hier ist nichts drin. Okay, ich brauche wieder mal ein Power-Up. Ich habe wieder nichts. Wieder blank an Power-Ups. Da geht's doch safe hoch. Ja, da oben ist ein Grünstern. Dafür brauche ich aber erstmal eine Katzenglocke. Die gibt's sicher hier, oder? Ja. Ich mich treffen lassen, wenn es gleich geht. Ich glaube, da das Gameplay wird kurz ein Aussetzer, aber wir nehmen hier auf jeden Fall den Grünstern mit. Fast. Nee, perfekt, dass sie auf ihn drauf gelandet. Kommt halt auch ruhig. Eine Münze, immerhin. Auch wenn Münzen mal wieder nichts bringen, weil ich wieder max Leben habe. Es gibt hier oben irgendwas Besonderes. Geld. Geld, okay. Nehme ich an als Besonderes. Okay, was habe ich was verpasst hier unten? Das ist eine Glasröhre, die nehmen wir. Drei Münzen nimmt man immer gerne mit. One-Up-Bild habe ich hier noch übersehen. Einen Tennisball. Bro. Oh, Bro. Cool. Nehme ich mal mit. Vielleicht brauchen wir den irgendwo. Ah, okay. Ich kann ja also nur als Katze unten durch wahrscheinlich. Nehme ich mal. Schön den Kopfschmerzen. Okay, was haben wir hier noch? Hier haben wir dann noch so einen Ring. Nein, ich dachte eigentlich, ich treffe damit. Aber anscheinend habe ich das nicht. Eine neue Katze, ich will da drüben noch raufschauen. Danke, sehr nett. Tschüss. Ich finde das geil, dass ich die wegblasen kann. Okay, ist hier oben noch irgendwas, außer nichts? Ich glaube nicht. Bisschen Geld, aber ansonsten nichts. Schade. Das wäre doch ein schönes Grünstern-Versteck gewesen. Alle platt machen. Diese Gumbas mag ich überhaupt nicht, aber ja, sie mögen mich sicher auch nicht. Hier oben ist nichts mehr. Ich hasse diese Viecher auch so sehr, die treffen mich auch jedes Mal. Wo sie echt nicht stark sind. Und jetzt geht's ab in die Röhre, in den Untergrund. Zack, noch den Typen mitgenommen. Was haben wir hier? Hier gibt's oben und unten. Ist hier oben irgendwas? Nee. Ich geh jetzt mal oben lang. Katze. Ich weiß nicht, ob ich die Dinger damit töten kann. Kann ich, okay. Hier oben scheint nicht viel anders zu sein als unten. Ist der Abgrund? Nein. Okay, aber unten. Vielleicht muss ich da unten mal reinschauen. Okay, unten ist auch nichts. Dann gehen wir jetzt mal unten in die Röhre rein. Da könnte nämlich der zweite Grünstern drin sein. Und das ist der auch, glaube ich. Nebenan hier muss ich alles so einfärben, indem ich aber drüber laufe. Sehr cool gemacht. Psst. Musik. Das ist die Todd Treasure Tracker Moomin Chart Musik. Kennt ihr sie? Jetzt nicht mehr. Vorher aber. Die Musik, die es auch in Todd Treasure Tracker beim einem zeitlosen Moomin Chant gespielt hat. Das war dieselbe Musik. Okay, hier oben. Ah, warte, da oben war noch was. Da oben schau ich auch nochmal drauf. Okay, da scheint nur Geld zu sein, aber Geld nimmt man immer gerne mit. Dann hier runter. Mal schauen, was es so gibt. Nein, nein, nein. Was? Wie soll ich da drauf kommen, dass es da runter geht? Wäre ich da nicht runtergefallen, hätte ich es wahrscheinlich nie gefunden. Es ist gut schlecht zu sein. Das hätte ich nie gefunden.
Hier oben vielleicht noch. Schade. Das hätte ich ja nie gefunden, wäre ich da nicht runtergefallen jetzt. Stempel fehlt mir noch. Ich hoffe, der ist hier irgendwo in der Kiste drin. Das ist Pilz. Komm, als ob ich den Stempel übersehen hätte. Hier oben irgendwo? Kann das sein? Hier. Weg mit euch. Ich finde das ultra cool. Okay, ich habe den Stempel übersehen. Ich habe keine Ahnung wo, aber ich habe den Stempel übersehen. Wo könnte der gewesen sein? Keine Ahnung. Egal. Den gehe ich dann noch schnell suchen. Aber gut, was willst du machen? Ich habe den ja nicht mal gesehen. Von daher ist gut. Hier ist der Stempel. Und jetzt renne ich noch zum Ende des Levels. So, Checkpoint ist eigentlich irrelevant, aber nehme ich jetzt mal mit, weil ich hoffe, ich werde hier nicht sterben. Aber ich habe ihn sich jetzt einfach mal mitgenommen. Das ganz Vertrauen tue ich mir auch nicht. Okay, unten war glaube ich der schnellere Weg, aber oben ist der Katzenklo, die ich gerne als Backup hätte für die nächsten Level. Von daher nehme ich den oberen Weg. Das war knapp, das war richtig knapp. Ja, geh doch einfach runter, Junge. In die Röhre hier. Ich hoffe, ich komme dann gleich zum Ende und nicht da oben raus, wo auch die Uhr ist. Aber gut. Dann geht jetzt zum Ende. Auch geile Musik. Goldene Fahnenstange natürlich wieder dabei. Das ist sehr schön. Miau. Ja, ist okay. Jetzt habe ich den Stempel nicht gesehen. Kurz hingeschaut. Warte, ich kann mit Ausschlussverfahren ermitteln. Ah, das war gleich dieses blinzende Mario dort rechts wahrscheinlich. Nehme ich mal an. Dann haben wir hier Hausi weg im Rätselhaus. Aber das gibt's im nächsten Part. Lasst dafür gerne ein Abo da, damit ihr das auf keinen Fall verpasst. Sonst bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.